Hallöchen, meine lieben Elfenfreunde. Ja, da bin ich mal wieder und ich spiegel gerade, fällt mir gerade auf. Ich habe meinen Memory-Text-Kartentausch, die zweite, bekommen. Und von Nadine, von unserer Gruppenmutti. Und ja, aufgemacht habe ich schon an den Seiten. Reingeguckt habe ich noch nicht. Machen wir jetzt zusammen. Also, ich mach mal auf. Oh, also das fällt mir ja als erstes, ne? Sie weiß, dass ich die Sukkulenten so geil finde. Sorry für das Wort, aber ey, die sind so Hammer. Die sehen so toll aus. Sie hatte eine Tischdeko mal damit gemacht. Ich glaube, das Video ist von, lasst mich lügen, letztes Jahr. Anfang des Jahres, letztes Jahres. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber so toll. Ich meine, guckt euch das mal an. Hammer, Hammer, Hammer. Ja. Hat zwar nichts mit Memory-Dex zu tun, aber egal. Dann habe ich eine süße Karte gekriegt. Ja, ich habe gesagt, ich möchte gerne die Drachenkarte haben und jetzt habe ich sie gekriegt. Ja, die ist echt süß. Das ist auch, das ist total schön geworden. Was so nur so ein bisschen Farbe ausmacht. Ja. Einfach nur eine Stanze, wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht Schablone und irgendwas jetzt in dem Fall der Dino drauf und fertig ist und die Karte sieht einfach Hammer aus. Ja, ich lese mal kurz. Ja, ist sie. Ja, Dankeschön und ich werde hoffentlich genauso viel Spaß haben. Ja, oh, und schon viele Kalorien. Und ich kann da doch nicht immer vorbeigehen. Gibt's die nicht? Also ich sage ja immer, das sind Bonschen, die diätfrei sind, ne? Ja, diätfrei. Hm. Aber gibt's die nicht auch in der Diätvariante? Jetzt muss ich die schon wieder vor mir selber verstecken. Hm. Dazu muss man wissen, ich habe aufgehört zu rauchen. Und ich habe irgendwie ein paar Kilos zugenommen. Ja. Aber ich kriege die wieder runter. Ich kann das. Ja. Gut. Dann haben wir hier noch ein Lolli. Das ist bestimmt irgendein fieser Geschmack. Oder es ist halt... Jo, ganz normal ein Lolli halt, ne? Mit... Keine Ahnung. Vielleicht ja auch Lakritze. Das wäre natürlich lecker, ne? Aber dafür müsste ich ja testen. Dann habe ich hier noch Washi gekriegt. Das ist ausnahmsweise auch mal wieder Washi, was ich leiden mache. Ja, es gibt nicht so viel Washi. Ich habe so viel Washi und kann da irgendwie nichts mit anfangen. So, nicht auf meiner Sukkulente hier. Oh, ist das niedlich. Zeige euch das mal kurz. So, hier ist noch was. Den hat sie mir hier, sieht aus wie so ein kleiner Löwe. Und hier, guck mal, hier oben ist durchsichtig. Und ist ein Magnet, also wieder was für meinen Kühlschrank. Oh, cool. Oh, Sukkulenten. Cool. Ja, sehr cool. Danke, danke, danke. Finde ich, also du hattest ja eine Tischdeko damit gemacht und ich fand die einfach wahnsinnig. Sah einfach klasse aus. Werde ich mit denen auch machen. Ne?
Mein Beispiel habe ich ja hier. Und die Memory-Dex-Karten. Und ich sehe schon Schäfchen. Das ist ein Schäfchen. Da. Ja. Was packe ich denn jetzt als erstes aus? Da ich das Schäfchen schon gesehen habe, packe ich die jetzt als erstes aus. Oh, ein Lesezeichen. Die kann man nämlich oben ins Buch reinmachen. Eine Lesezeichen-Ecke mit einem rosa Schäfchen und guck mal die Wangen an. So. Ja. Wir lesen nämlich alle gerne. Ja, da hatte ich sie gefragt, ob ich die auch haben kann. Die hatte sie mir per WhatsApp gezeigt und ich fand die total niedlich. Ja. Also habe ich die Gummibärchenbande gekriegt hier. Und Novo. Und zum Thema Halloween. Ja. Das Lila ist ja auch cool. Ich weiß gar nicht, habe ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ein lilanes, aber nicht mit Glitzer drin. Hier. Richtig mit Glitzer. Ja. Wo ist meine Box? Da ist meine Box. Mein Stanzer reingepackt, den ich ja gestern gekriegt habe. So. Der kommt nach vorne. Und hinein, Onkel Otto. So. Und die nächsten drin. Ja. Kriege ich ja demnächst auch nochmal 4 Stück, sind das, glaube ich. Sind da schon wieder welche mehr dran. So, dann gucken wir mal eben da oben hin. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier kleine. Irgendwie, ich weiß nicht, was drin ist, aber das sieht so irgendwie nach diesen kleinen Mao-Am-Dingern aus. Mal gucken. Nein! So süß! Guckt mal. Och, ist das niedlich. Ja, das ist ja nun voll mein Geschmack, ne? Da brauche ich ja nun nichts zu sagen. Ist das süß. Ich mag hohes Gras und noch eine Kleinigkeit zum Gruseln. Dann machen wir das mal. Nehmen wir einen Schluck Kaffee hier. Kaffee. Ich weiß es nicht. Ich mag hohes Gras. Könnte so ein Bubikopf sein, dem man jetzt hier so Wasser gibt und der dann von alleine wächst. Nein! Cool! Ich habe von Ute auch mal gekriegt. Eins. Moment, das hole ich runter. Oh, ich hoffe, das kriege ich hin, ohne euch anzustupsen hier. Hoppala. Ja, jetzt habe ich ein schwarzes Schaf und ein weißes Schaf. Das ist sogar, glaube ich, ist die gleiche Marke. Ja, ein schwarzes und ein weißes Schaf. Das weiße Schaf kommt hier hin, das schwarze kommt hier hin. Auf die Idee hätte ich immer mal kommen können, ne? Und noch was zum Gruseln. Ich weiß es nicht. Bestimmt, vielleicht ein Stempel? Naja, fast. Ganz viele Kürbisse. Nee, gar nicht. Sind keine Kürbisse.
Entschuldigung, sind, wieso komme ich denn jetzt nicht auf das Wort? Köpfe, Skulls, sag doch mal eben, Schädel. Oh. Ja, da war wieder die Kamerademenz. Das ist ja ein neues In-Wort, das hat Ute erfunden. Der Hase mit Punkten, das ist jetzt das neue In-Wort. Also für mich zumindest. Kamerademenz. Ja. Finde ich sehr geil. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Am meisten, ne? Du weißt ja, Schafe ist voll mein Ding. Der Kleine hier, der ist echt, ne? Der ist ja wohl zuckersüß. Irgendwie, ich habe ja noch gar nicht so viel mit meinem Halloween-Papier gemacht, ne? Außer meine Riesenkiste und ein paar Karten. Und aber irgendwie bin ich schon bei Weihnachten. Ja, obwohl wir 16 Grad draußen haben. Also, ich muss jetzt, entweder bastel ich jetzt hier noch was Halloween-mäßiges mit oder ich mache gruselige Weihnachtskarten. Das wäre doch auch mal eine Idee. Mit Schädeln. Nein, ich glaube, ich muss noch was Halloween-mäßiges machen. Auf jeden Fall. Dafür sage ich erstmal Danke. Da freue ich mich riesig drüber, über die Sukkulenten. Ich finde die so klasse. Einfach und so genial. Ja, meine Schäfchen, meine bösen Süßigkeiten. Und ja, damit sage ich heute auch wieder Tschüss und wir sehen uns bald. Ciao, ciao.